Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War. Wir befinden uns immer noch im Dungeon von Ramsdorf. Und, wie man sieht, haben wir es nicht geschafft beim letzten Mal. Haben es aber erholt und suchen uns das nächste aus. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wo wir hin sollen, deswegen können wir uns direkt dahin beamen. Es fehlt noch das dritte Losungswort, das haben wir noch nicht. Aber es sollte machbar sein, das zu finden. Geld und Rum haben wir gefunden. Wir können nur dahin. So viel. Hier raus. Sachen bauen, die einsammeln, haben wir ja schon alles. Wir müssen nach unten, hier durch. Also müssen wir die Brücke runterlassen. Hier links. Genau. Ups. Trockenbett. Aber das ist ja nicht so schwierig. So, schön betäubt die Sau. So, dann ist er betäubt, das heißt, wir sind wieder dran. Kühlt es auch. So. Keine Risiken eingehen, dass der uns überhaupt treffen darf. Sonst hängt man mich nachher wieder da und denkt sich, ach Mann, es fehlt noch irgendwie 50 Energie oder Lebenspunkte und man stirbt in so einem Scheiß. So, jetzt haben wir alle erledigt, ne? Genau. Ja, jetzt können wir nach oben gehen oder unten rechts. Wir haben aber gesagt, wir wollten nach oben. Das machen wir jetzt auch. Wo ist denn hier hin? Gehen wir mal rein. Was ist denn das? Eintreten. In letzter Zeit haben die Aktivitäten der Ratschaft stark zugenommen. Luftschiffe legen mit verblüffender Regelmäßigkeit an und ab. Wo früher Dunkelheit vorherstellte, kann man jetzt Lichter sehen. Hin und wieder sind ungewöhnliche mechanische Geräusche zu hören, die man als Tosen bezeichnen könnte, aber auch trunkenes Gelächter und fette Einzelschüsse. Das Wiederaufleben scheint darauf zu beruhen, dass ein neuer Arbeitgeber die Truhen der Banditen mit frischem Gold füllt. Was ist denn hier? Das sieht wie eine Reparaturwerkstatt für Panzer aus, aber es darf eine Energiezelle, um sie zu aktivieren. Der Panzer hier sieht verglichen mit dem anderen besonders aus. Er hat einen Schlitz für einen KI-Kern in der Seite. Machen wir, reparieren wir ihn. Initiere. Die Reparatursequenz abgeschlossen. Jetzt ist einfach hier. Hallo Meister, ich bin ein Servicebot mit unglücklicher Zukunft, inklusive Emotionen und kurzer Suizid. Mein einziger Wunsch ist es, euch zu dienen. Welchen Befehl habt ihr? Verbrenne die Welt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Interner Fehler, oh nein. Mein Bewusstsein stürzt, ich fühle es. Scheiße. Bei der Durchsicht von Suzitrona nimmt ihr die komplexe Art ihrer Erinnerungsstruktur zur Kenntnis, die viele von technischen Interessierten begehrten Teilen hält. Okay, haben wir die Suzi-Panzerung. Ja, das ist natürlich schade. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn wir den hätten irgendwie nutzen können. Na gut, was ist denn jetzt? Fette Panzerung für. Haben wir jetzt nicht dabei, aber nehmen wir mit. Calibretto. Was hier unten denn? In letzter Zeit haben die. Achso, ich habe gelesen. Gut.
Gehen wir da raus. Mehr ist da ja nicht. Dann gehen wir nach oben. Dann müssen wir auf die Gegner aufpassen. Einmal muss ich ganz kurz was sehen. Ich will mal sehen, was für Talente sie denn hat. Wird immun gegen Dungeon-Schaden und steigert die Abwehr bei Schlachtbeginn, solange sie Bestand hat. Lass uns das mal probieren. Okay. Also jetzt erstmal so den Typen da oben platt machen. Denn der wird uns wahrscheinlich... am meisten Schaden nehmen. Und er wird immer wieder alle reparieren können. So, betäubt sind sie auch. Das ist perfekt. Gehen wir von uns den Feuersturm noch. Und von dir bekommen sie... Scheiße, wie konnte er noch schießen? Oh oh. Ah, shit. Wir müssen einen Schutz haben ja eigentlich. Okay, nur noch den oberen da. Noch den kriegen wir jetzt platt, glaube ich. Sehr gut. Boah. So, der letzte Kampf ging ja echt nicht so gut ab. Aber dieser Kampf, der war super. Okay. Hier längs oder oben längs? Man weiß es nicht. Kurz hier die Punkte verteilen. So. Meine betäubt? Ich hoffe, wir haben den betäubt. Yes. Dann lassen wir sehen, wie viel Schaden wir machen können. Ah, okay. Okay, so ein kritischer Schaden. Da ist ein bisschen Dollar reinhaut. Sehr gut. Ja, wir müssen die wahrscheinlich alle hier platt machen, damit wir hier ein bisschen ungestört rumgucken können. Was ist er noch hier? Was hat denn der für... Ah, das war gut. Das machen wir auch mal. Wenn das klappt. Blendet des Spackens und wir können richtig reinkotzen. Was? Shit. Entflammt. Oh nein. Auch entflammt. Irgendwie blöd. So, jetzt hat er bei der Rock definitiv entflammt. Viel, aber immerhin ein bisschen was. So. Ah, ist echt ganz schön krass, wenn die immerhin in Flammen stehen, weil das haut ganz schön jede Runde rein. Und wenn sie es dann zwei, dreimal aufeinander legen, und man immer 60 verliert pro Runde, das ist natürlich schon. Haut natürlich echt ordentlich rein, ne?
Der Boss will das Paket sofort verschicken. Kein Widerspruch hier. Je eher, desto besser. Irgendwas daran gibt uns allein ein unbehagliches Gefühl. Es scheint jeden zu erfassen, der in seine Nähe kommt. Das klänge verrückt, wenn die Dinge nicht verrückt wären, seit wir es haben. Banditen gehen nicht gerade höflich miteinander um, aber jetzt gibt es ständig Streitereien. Das führt zu schlampiger Arbeit und Verletzungen. Zu viele Männer vergeuden ihre Nächte in den Midi-Zelten. Das ist aber nicht alles. Das Lagerhaus, in dem die Klinge aufbewahrt wird, ist ins Meer gefallen. Keiner von den Jungs wollte sie hochholen. Sie sagten, sie hätten Angst, nicht wieder hochzukommen, wenn sie nachtauchten. Tja, auf einige trifft es auch zu, aber wir haben sie wieder. Gut. Erwischt. Nee, nein. Knallt aber auch immer. Oh, neue Stufe für ihn. Für 2 Vorteilspunkte. Nolan. Also was zu finden? Was ich gehofft habe zu finden, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es gibt ja auch andere Wege hier bestimmt, oder? Irgendwo muss eine Truhe sein. Aber wo ist die Truhe? Kann man unten noch weitergehen? Ja, wahrscheinlich. Okay, gehen wir runter. Oder auch nicht? Hm. Ha! Gut, hier ist eine fette Truhe. Gut zu wissen. So, das mal. Angriffsstärke wird verringert bei allen. Gut, jetzt können wir hier mal runtergehen und uns um die letzte Notiz kümmern. Hoffe ich zumindest. Ja, muss doch nicht so sein, ne? Die letzte Notiz. Okay, hier haben wir viele Gegner. Hier ist irgendwie alles. Da wollen wir noch nicht rein? Ja, hier, ist das denn? Energie zu nutzen. Dieses Leuchtfeuer könnte mit einer Energie zu betrieben werden. Oh, finde ich schlecht. Ich weiß, wofür es gut ist. Okay, das war ein scheiß Start. Aber wir alles machen. Wollen wir die beiden erstmal? Nicht so viel Schaden genommen, aber oh, auf Dauer wird es nicht gut gegangen. Mit Glück.
auch ein Leuchtfeuer. Hier kann man angeln. Komm, einen Fisch nehmen wir mit. Achso, Feinde. Nee. Ah, okay. So, haben wir schon mal betäubt. Ja, es macht Spaß, wie man sieht. Man kommt jetzt gerade ganz gut voran. Aber man soll sich nicht täuschen lassen. 2, 3 von denen gleichzeitig. Ups. Oh, das geht nicht mehr so gut, ne? So, da oben geht's rein. Hier geht's auch rein. Wir haben nicht so viel gefunden, aber ein paar Sachen gefunden. Die haben wir längst. Also die haben wir alle angemacht. Gehen wir runter. So, wir können hier die nächste Runde hier weiter. Schaut mal, die Waffen gab es noch nicht. Doch, ein Pistölchen. Ei, aufgestiegen. Erdbeben erschlossen. Zeit für das Gute. Und dann auch, was wir an Fortsatzpunkten nochmal vergeben können. Machen wir am Ende der Runde. Hier sind noch Kisten, nehmen wir mit. Hier ist wieder so ein Portal. Was steht hier? Hallo Kapitän, wir haben den Laderaum des Luftschiffs wie befohlen verstärkt. Jetzt müssen wir das Schwert nur noch unter Deck schaffen. Keiner von den Jungs will in seine Nähe. Es sind Feiglinge. Wir kriegen wohl, wofür wir bezahlt haben. Die Geschichten, die sie erzählen, wie Spukgeschichten von Kindern, schlechte. Zu schade, dass ich mir beim Tragen von diesem Metfass den Rücken verdachst habe. Sonst würde ich selbst machen. Und wo wir gerade von dem Fass reden, ich hätte schwören können, es hat geflucht, als ich unter Deck gestellt habe. Vielleicht werde ich ja auch verrückt. So oder so, wir schaffen es schon irgendwie an Bord. Oh, kann ich benutzen, wenn Feinde hier sind? Sind noch mehr Feinde? Ach ja, in der Tür drin, ne? Kein Problem. Machen wir. Ah, hab ich die erwischt? Ja, siehst du, wunderbar. So, den Wildruf als erstes töten. Das ist der, der auf jeden Fall am meisten reinhauen wird. Deswegen. Auf jeden Fall. Hey! Da muss man ein bisschen mehr. Da muss man schon mehr rein, glaube ich. Eine Blutung erwischt. Wir sehen, wie viel Blut der mir da reinzieht. Das ist nicht schlecht. Wäre nicht schlecht, meine ich. Schade,
Okay. Schon kaputt reingehauen. Macht aber nichts. Wir haben ihn erledigt. Neben der Werkbank dieses Techniks hängt eine Notiz. Ich schwöre, ich habe hier keine Privatsphäre. Wie soll man bei diesen Bedingungen denken? Ich komme zur Arbeit, um mir von der Familie wegzukommen. Stattdessen kommen ständig Leute vorbei und fragen mich, ob ihre Waffen schon fertig und ihr Panzer fertig ist. Ich brauche weniger Lärm und mehr Zeit für mich. Wenigstens geht es an meine Werkbank drin ruhiger zu. Na, gucken wir mal, ob es da wirklich ruhiger zugeht. Neben der Werkbank dieses Techniks hängt eine Notiz. Ja, hier ist es viel ruhiger, viel besser. Nur ich, meine Werkzeuge und meine Panzer. Was könnte man mehr verlangen? Ich weiß, das klingt seltsam, aber die Panzer sehen mich in letzter Zeit so seltsam an. Sie dürften keine Persönlichkeit haben, aber ich schwöre, die haben sie. Sie könnten beschließen, sich zu vereinen und gegen mich zu erheben. Und falls sie das tun, wer immer dies auch liest, bitte, meine einzigartige Kronkorkensammlung ist unter einer Bank zwischen zwei Häusern draußen versteckt. Nehmt das Geld und spendet es für einen guten Zweck. Was ist das? Brandfackel, okay. Festung. Ah, okay. Außenpostentoniger wird die denn? Warte mal. Holz, da gucken wir mal rein. Wir haben nichts anderes, okay. Ja, dann werden wir auf jeden Fall. Brandfackel können wir nicht nutzen, aber wir können das hier machen. Machen wir auch. Und zwar auf. Yes. Ja. Super. Gut, gut. Gehen wir hoch. Also es fehlt immer noch irgendwie. Es fehlt ja immer noch uns das nächste Ding. Ich hätte jetzt gedacht, das Denken, weil das Wort so groß geschrieben war. Aber das ist anscheinend nicht. Denken. Was ist denn hier los? Ich suche den Ort, den der Techniker in seiner Notiz genannt hat. Gerade Gold gefunden, ne? Nicht schlecht. Okay, gehen wir nach oben, um die Notiz jetzt zu finden. Yes. Letztes Stück Notiz muss ja hier oben irgendwo sein. Ein Heilungsflakon. Hier ist noch eine Schatztruhe. Hier gehen wir auch mal rein. Ja, das ist. Wir haben alles abgeriegelt, aber es verschwindet immer noch Zeug. Der Kapitän sagt, die Sicherheit kümmert ihn nicht, aber er wirft ein schlechtes Licht. Ein Mann hat gesagt, achso, das haben wir schon gesehen, gelesen. Gut. Ja, mehr finden wir hier wohl nicht. Eine Seite wiederholt sich, die zweite ist nicht links. Rechts kommt nach links, aber links kommt nicht nach rechts. Okay. Was? Rechts kommt, okay, rechts kommt. Das geht zu schnell. Haben. So vielleicht? Eieiei, geschafft. In diesem Spind findet ihr einen bierdurchweichten Brief. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Anscheinend gibt es das meiste Silber in der Spelunke. Die Idioten stehen grundsätzlich auf den Schnaps und den Schotter, vergessen aber immer, wie das eine das andere macht. Mit Hilfe der Wissenschaft schließt sich messerscharf, dass ein Lösungswort... Ach so, Macht lautet. Ihr speichert diese Informationen zwecks späterer Verwendung ab.
Eins der Wörter ist Macht. Wie ich schon sagte, nicht die hellsten. Wir haben, was wir brauchen. Gehen wir zum Eingangstor zurück. Ah, okay. Super. Dann haben wir alle drei Wörter. Macht, Geld und Ring. War jetzt gar nicht mehr so schwierig zum Schluss. Gut. Ja, aber wir wollen gleich zurücklaufen, denn ich werde jetzt erstmal hier nach rechts laufen und die platt machen. Ist noch ein Weg. Aber für euch endet das hier, denn wir machen erst bei der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.